Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Parktour auf unserem Kanal. Jetzt wollte ich schon Bella Italia sagen, weil wir die ganze Zeit Bella Italia Folgen aufgenommen haben. Ja, wir sind heute beim Biertastic und der liebe Mitarung aka Kevin ist natürlich auch wieder dabei. Ich bin auch wieder dabei. Sehr schön. Und ich bin natürlich euer Blue Fire aka Dennis. Ich sag aka. Aka. Also unsere Einblendung da unten. Für die, die es natürlich noch nicht wissen. Ja, eine weitere Parkbewerbung auf unserem Discord-Kanal. Und wenn auch du Bock hast, dass wir deinen Park präsentieren, sowohl Planko 1, sowohl später auch Planko 2, dann folg uns doch gerne mal auf das Discord unter der Rubrik Parkbewerbung. Da kannst du deinen Park reinstellen und irgendwann wirst du deinen Park auch bei uns auf unserem Kanal zu finden bekommen. Der liebe Biertastic, der macht ja nur Contest, glaube ich. dies hier ist wieder ein weiterer Contest, den er da mitgemacht hat. Den Soundtrack habe ich dann tatsächlich jetzt zusammen mit Kevin hinbekommen, dass wir den reingekriegt haben. Ganz, ganz kuriose Geschichte. Könnte ein eigenes Video draus werden. also brauche ich es nicht zu erwähnen. Nighttime bleiben wir natürlich permanent. Und Entschuldigung. Ja, ich werde mal kurz vorlesen, was bei Steam drin steht. Ich habe es mir mal auf Deutsch direkt übersetzt. Und zwar Legende von Alphadera. Es gibt eine Sage über eine Stadt, die vom Meer verschlungen wurde. Sie sank auf den Grund des Ozeans, wo sie hunderte von Jahren unentdeckt blieb. Vor seinem Untergang galt Atlantis als eine der am weitesten entwickelten Kulturen der Welt. Seine Bewohner waren wohlhabend und mächtig, ihre Häuser prächtig geschmückt und mit Reichtümern gefüllt. Als Atlantis mit all seinen Palästen und Schätzen im Meer versank, verloren seine Bewohner alles. Auf dem Meeresgrund fand ein Seedrache namens Alphadera die Stadt und machte sie zu seiner Heimat. Alphadera ist ein großer, gemeiner Unterwasserdrache, der von allem, was glänzt, fasziniert ist. Er sammelt alle Reichtümer ein, die er in der Stadt findet. Der Drache will nicht gestört werden und greift jeden Eindringling an, der versucht, seine Schätze zu stehlen. Dann sind wir mal gespannt, ob da was dran ist. Werden wir sehen. Wir werden es sehen. Ich denke mal, wir würden mal direkt hier loslegen und wir gehen mal rein in Atlantis. Also, es ist ein Contest. Deswegen wird hier wahrscheinlich nichts sein. Also, das ist tatsächlich der ganze Contest. Und hier ist noch so ein Trigger. Ich weiß nicht, wofür der ist. Steht da was dabei? Bubble Controller. Okay. Das wird, denke ich mal, einfach so sein. Und dann ist das hier der tatsächliche Eingang, ne? Atlantis. Auch wieder sehr, sehr schick gemacht, ne? Ja. Ja, hier diese ganzen Teile, die werden wir dann in Zukunft tatsächlich in Planko 2 haben, ne? Ja, denke ich mal, ne? Wenn wir ja dieses Resort kriegen. Ja, genau. Wenn wir diesen Wasserpark-Tool kriegen, dann sind ja hier diese Meeresdinger alles so, was er jetzt hier tatsächlich von Hand gemacht hat. Wobei hier vorne steht, Entschuldigung, Special Thanks to BM8817 for TMTK Work. Also wird er da bestimmt ein bisschen Hilfe bekommen haben für die ganze Arbeit, die hier so stattgefunden hat. Weil das sind ja alles Einzelteile, ne? Das hier ist dieses Splash-Ding. Ich komme da gar nicht dran. Doch jetzt. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ist schon cool, wenn man so Algen und sowas selber bauen kann. Ja. Ja, selbstgebaut ist immer. Ist nur ein anderes Highlight, ne? Ist was anderes als ein TMTK, ja? Stimmt schon. Wirklich sehr hübsch. Also man denkt auch direkt so, man ist so in der Unterwasserwelt, ne? So ein bisschen. Ja. Wenn es da nicht die Bäume wären oder so, ne? Aber sonst, wenn ich jetzt hier so stehe und so. Ja, gucke, wenn du ein bisschen so auf den Boden guckst, dann kommt schon hin.
Könnte man meinen. Oh, hier ist schon ein Eingang. Hier ist ein Eingang. Also das wird zwei der Oktopus sein. Ja, genau. Das wird der Oktopus sein. Also hier gibt es zwei Attraktionen, eine Achterbahn und hier einmal der Oktopus. Weil die sind ja mal mega. Das ist ja mal ein geiles Teil. Ja. Team TK cool. Halt. Ja. Schönes, schöne Q-Line auch, ne? Mit diesen ganzen, das passt ja, so, ich auch. So, das so richtig echt, gut. Richtig schön, ja. Oh, hier ist aber was los. Oh, das sieht richtig gut aus. Würde mich mal interessieren, ob du gewonnen hast bei dem Contest. Kannst du ja mal in die Kommentare reinschreiben. Das wäre mal interessant zu wissen, ja. Das ist wirklich cool, ey. Ja, passt ja auch voll rein. Ja. Richtig gut. Ich mach das, die Gebäude finde ich auch schön. Ja, die mega. Die Tempel da halt. Ja. Richtig gut. Das ist aber auch ein Team TK, ne? Alles. Das weiß ich gar nicht. Doch, müsste Team TK sein. Scenery Group. Die müssen es eigentlich so geben, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Nee. Nee. Weiß ich nicht. Zumindest gibt es so ähnliche müsste es aber geben. Ähnliche auf jeden Fall, aber. Ja, kann schon sein, dass das Team TK ist, ja. So detailliert. Glaube ich nicht. Weil es sieht auch so sandig aus, weißt du? Ja, du hast schon recht, ja. Ja, das kann schon sein, dass das. Ja, ja, es müsste Team TK sein. Deswegen, aber es ist trotzdem cool. Richtig cool. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die Achterbahn. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gehen wir mal hier rein. Legend of Alfadera, the entrance. Aber erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Das ist wahrscheinlich der Ausgang. Das ist der Ausgang. Hier so Skulpturen gemacht, ne? Oder soll das nur... keine Skulptur. Nee. Aber hier oben das. Oh, ein cooles Tier. Da ist ein Drache. Ja, die sind ja so im Spiel, die. Ja. Bankautomat, wofür auch immer. Kostet vielleicht die Fahrt. Ach krass, hier geht's ja auch noch weiter. Das ist die Frage, fahren wir zuerst die Achterbahn oder... gehen wir da durch? Ich glaube, da wird die Achterbahn wahrscheinlich zu sehen sein, ne? Da werden wir uns ja wahrscheinlich spoilern. Ich würde erst die Achterbahn nicht. Und dann, oder? Ja, okay. Dann fahren wir zuerst die Achterbahn und, Nee, wir gehen hier rein. Ich denke nicht, dass wir gespoilert werden, oder? Oh, doch. Okay, nee. Okay. Nee, wir gehen doch hier rein. Ja, wie hab's gewusst, dass wir da mal spoilern, ne? Also ich habe ihn noch nicht gesehen im Park, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht, ich bin unschuldig, ich habe es mir nur gerade... Okay, aber wir kommen jetzt eh durch die Q-Line, kommen wir wow. Hier rein. Wow, das hätten wir ja auch so durchgehen können. Oh, hübsch, richtig hübsch. Geht das ja, also der Rick wird jetzt sagen, ich finde das gut, dass das auf verschiedenen Ebenen gebaut worden ist. Ja, ja. Ne, finde ich aber auch. Sehr interessant. Ist auch eine Kunst, ne? Das so zu machen. Guck mal, jetzt geht's wieder hoch. Ja, leicht ist es nicht. Und hier ist die Station, ne? Links. Hier ist die Station, genau. Ach, das sind diese Boote. Ja, gut. Okay, macht Sinn. Dann drücken wir mal auf Pause. Der Sound ist drin. Mal gucken, auf welche Bahn. Natürlich nicht. Da aber. Ja, das sieht doch gut aus. Dann drücken wir mal P. Und gucken wir mal, dass wir hier mitfahren. Ja? Rechts. Wir setzen uns rechts hin.
bin mal gespannt, du. Ich auch. Kann aber echt nur gut werden. Ja, so wie das hier aussieht. Oh, Lounge. Sehr schön smooth. Das war es aber noch nicht, oder? Nee. Der Drache muss ja noch kommen. Mit dem, das ist cool gemacht, ja. Ich weiß nicht, warum das so ruckelt, aber ich glaube, das ist von den Reifen her. Vielleicht speicherst du auch gerade. Wir werden vom Drachen verfolgt. Alles stürzt ein. Boah. Wir fahren zu schnell, wir müssen gleich nochmal da durch. Boah, Gott, wie gut. Ach nee, okay. Musik trägt auch viel dabei zu. Ja, ja, übelst. Ich war auch total geflasht von der Musik auch im Hintergrund und so. Also richtig gut. Richtig, richtig gut. Genial. Super Fahrt. Ja. Super Fahrt. Die Fahrt an sich und die Musik passt wie Arsch auf Eimer. Das ist, ja, ja. Richtig gut getimed. Auch ausgewählt die Musik. Haben wir hier noch Fotos? Also wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal rein. Aber ich wollte erstmal hier so ein bisschen noch erstmal gucken. Dann kommen wir jetzt wieder zurück zum. So, zum hier wieder. Ja. Ja, zum. Ausgang, ne? Genau. Kommen wir genau. Hinten wieder rein. Aber da hinten sind ja noch ein paar Shops. Ja, da müssen wir sowieso nochmal hin. Ja. Deswegen machen wir das jetzt auch gerade. Gehen aber hier ganz normal durch. Noch ein paar Shops. Pressmeile. Mhm. Ja, das war's dann auch tatsächlich. Aber hier gibt's einen Viewpoint. Ja, zu Recht. Die habe ich auch nie verstanden. Mehr ist das nicht, ne? Ja, da stellen sich halt die Leute hin, ne? Nein, geht nur um die Leute, gell? Naja, das ist. Ich selber nur, kann hier nichts machen, ne? Glaube nicht, ne? Nee. Schon doof. Aber das ist schöner damals damals gab es so ein Fotopoint bei Rollercoaster Tycoon 3, weißt du noch? Genau, genau. Da konntest du dich auch richtig hinstellen. Richtig, ja, genau, genau. Da konntest du dann klicken und dann hat er dir das Bild gezeigt, was zu sehen war. Genau, und oder deine selbst erstellten Peeps, die haben ja dann ein richtiges Screenshot dann halt gemacht, ne? Genau. Foto gemacht haben. Genau. Ach, hier ist das Dach, ja stimmt. Ah. Ah. Gut. So, jetzt wollen wir mal natürlich hier in die Höhle reingucken. Auf jeden Fall, da ist noch einiges zu sehen. Ich weiß nur nicht, wo wir hier der Stadt war. Aber wirklich eine tolle Fahrt. Und am Ende fahren wir nochmal den Pfad. Mal gucken, ob wir uns hinten mal hinsetzen. Dann fahren wir noch einmal die Strecke mit. Und dann, der fährt jetzt einmal da lang. Und jetzt kommt, hier war es, genau. Hier ist es, genau. Ja, dann fahren wir dem noch hinterher, ne? Mach das hier mal aus. Das ist schon cool, ne? Dass das hier dann aufgeht, ne? Und alles ja. Sich bewegt.
Dann kommst du direkt hier in diese Welt. Unter Wasser. Die Fische schwimmen. Alles geht kaputt. Der Drache will uns nochmal fressen. So viele Details hier drinnen. Das siehst du halt nicht. Ach, guck mal, das ist ein Tempel. Ja. Siehst du echt nicht. Siehst du halt so gar nicht. Nee. Auch irgendwo rechts war da mal der Drache zu sehen, komplett. Den hast du auch nicht richtig gesehen. Aber richtig stark hier, ey. Da. Ja. Ja, ist halt ein richtig starkes Theming. Ja. Voll gut. Ich wusste gar nicht, dass die sich bewegt haben. Richtig gut. Ja, dann jetzt hier nochmal mit dem Rückwärts. Ja. LSM oder was auch immer. Und dann stürzt hier alles ein und dann. Ah, da kommt er auch schon. Auch das ist die Musik einfach, ne? Das ist ja eine reine MP3 und dann darauf genau getimt, wann der Drache brüllt. Ja. Das ist schon. Ist schon krass. Das war auf jeden Fall Arbeit ohne Ende hier. Das ist schon sehr zeitintensiv, Musik anzupassen, ja. Ja. Aber guck mal, wirklich schön, ne? Ich habe die ganzen Skulpturen da drauf gemacht. Ganz, ganz toll. Oh, ich darf nicht zu hoch. Was haben wir hier drin? Nix, nur Deko. Nur Deko. Reicht ja auch. Nee, wirklich toll. Toll, toll, toll. Dann würde ich sagen, fahren wir noch einmal die Bahn. Auf jeden Fall. Und, Das Theming ist schon so auf dem Top-Niveau, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ich komme nicht auf die Schiene. Doch. Ich musste nur Escape drücken. Haha. Natürlich. Da sind wir. Und hinten wollen wir sitzen, ne? Wie wollen wir sitzen? So? Oder wollen wir so sitzen? So finde ich immer ein bisschen blöd, weil wenn du dann klein bist... Ja, klar, da siehst du halt nichts, ja. Da würde ich eher sagen, so. Ah, fahren wir so. Oder so. So war ganz gut, ja. So, gell? Jo, so machen wir das. Ich mache mal ein bisschen vor. Dann fahren wir hier die Bahn nochmal. Ich finde die auch. Also. Die ist komplett smooth, ne? Komplett. Ja, die ist komplett. Ist aber auch ein anderer Schienentyp übrigens, ne? Muss man auch dabei sagen, ja? Also hier ist auf jeden Fall die Mod am Werk. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist die. Ist das die Schiene? Das ist eine Schiene, ja. Nein, ich weiß. Ich weiß nicht, ob das von dem Fahrzeugtyp, von Achterbahntyp ist, wo mit diesen Flammen dran. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ach so, ja, das kann gut sein, weil die kann nämlich rückwärts fahren, ne? Richtig, richtig, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das von mir ist oder von der Fahrt, diese Rucklerei, keine Ahnung. Wenn es genau auf der gleichen Stelle passiert ist, dann kann es ja nur von der Fahrt sein. Ja, ist genau an derselben Stelle wieder passiert, ja. Das gefällt mir so gut. Das war übrigens gerade ein Fotopoint, ne? Hat kurz aufgeblickt. Ja, ja. Aber wir haben, glaube ich, so vieles übersehen. So Kleinigkeiten.
Hier ist richtig was los, ne? Richtig cool, mir gefällt die Bahn, ne? Hier könnte ich auch den ganzen Tag fahren. Stark. Richtig. Ja, würde ich so in echt, würde ich so irgendwo am Park verkaufen oder so. Ja, irgendwo, würde ich mir auch in den Garten stellen. Egal. Und einen großen Garten habt ihr. Ach, guck mal hier, ey. Das sieht auch cool aus. Die Wartungshalle. Ja. Das ist auch cool gemacht. Naja, also, was soll man dazu noch sagen, ne? Das war Atlantis. Ja, richtig top. Vielen Dank für deine Bewerbung. Wieder einmal Chapeau, ne? Also, richtig klasse. Und ja, ich bin schon auf die nächste Parktour gespannt, die du gemacht hast und uns hochgeladen hast. Ich denke mal, das wird Subnautic werden. Hatte ich mir schon mal die Bilder angeguckt. Sieht auch sehr, sehr interessant aus und bin gespannt. Weiß also, ich von gar nichts, habe ich noch gar nicht angeguckt. Ich bin auch sehr gespannt. Oh, kannst du ja bei uns im Discord einfach mal gucken. Ja, mach ich ja nochmal. geh nochmal raus. Ich habe da irgendwie, wo wir am Anfang waren, wo? Was gesehen. Raus. Ja, ganz raus, also raus zum Parkeingang. Da habe ich mich einfach nur verguckt. Geh mal auf, klick mal hoch und dann links. Ja, was? Weitergehen. Hoch. Ja, links. Guck mal links. Ah, ne, habe ich noch verguckt. Ich dachte, da wäre irgendwie noch so ein Riss in dem Boden oder so. Ne, das sah nur so aus. Okay. Ein Riss in dem Boden, okay. Ja, ich dachte, da wäre irgendwas noch versteckt oder so. Ah, aber so, ich habe mich verguckt. Es war aber ein Schatten da hinten vom Berg. Ah, okay. Also deswegen, alles gut. Kein Thema, alles gut. Ja, das war Atlantis. Aber was ich aber noch kurz sagen muss, ist, du kommst ja in die Halle rein und du bist ja hier wieder in einem komplett anderen Bereich, ne? Ja. Also das heißt, ich habe damit in die Stadt absolut Atlantis. Ja, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, tatsächlich. Muss ich wirklich sagen. Dass hier nochmal irgendwas drin ist in der Halle. Also ich dachte wirklich, es wäre nur die Bahn da drin, ne? So. Aber das hat mich tatsächlich überrascht. Dass die Bahn halt nochmal ein Dark Ride hat, das ist interessant. Nee, ja, nochmal intern, ne? Ja. Nochmal intern, genau. Dark Ride im Dark Ride gebaut. Ja. Ja, vielen Dank dafür nochmal und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Und wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid und euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da und ein Abo vielleicht, wäre auch ganz cool. Und wenn natürlich noch nicht getan. Und ja, schreibt mal eure Kommentare dazu, wie ihr den Pakt denn fandet. Und ja, da ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahn, Träume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dir.